Ein kurzes Montags-Mythos-Video zum Klischee oder zum Mythos, dass Escorts alle im Alter zwischen 22 und 25. am erfolgreichsten sind. Das kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, weil ich in dem Alter nicht im Bereich tätig war. Ich bin jetzt Anfang 30 und habe mit Ende 20 angefangen und muss sagen, ich merke eher mehr Zuspruch als weniger. Und ich habe vor allem auch bei Kolleginnen festgestellt, das Alter ist natürlich schon ein Faktor, aber kein limitierender Faktor. Ein paar Menschen, die ich über den Berufsverband kenne, sind über 50 und verdienen mehr, als sie mit 30 oder noch früher verdient haben. Mit dem Alter kommt eben auch die Erfahrung, es kommen die Stammgäste, es kommen ja einfach auch vielleicht ein anderes Alterssegment. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Kundschaft gibt, die jetzt zum Beispiel über 70 ist und sagt, nee, mit einer Person irgendwie so um die 30 wie mit mir, das würde sich für die nicht gut anfühlen. Und eine Bekannte von mir aus dem Berufsverband, die Johanna Weber, die ist jetzt Anfang 50, wenn ich mich nicht täusche, und meint, sie ist für ihre Kunden manchmal tatsächlich noch zu jung, die sich eher jemand so um die 60, 65 wünschen würden. Aber da gibt es leider nicht so viele Menschen wie jetzt ja Anfang 20. Ich meine, ich habe auch dieses Klischee im Kopf gehabt und mir gedacht, hey, hätte ich mit 18, 19 tatsächlich angefangen, dann, ich meine, in dem Alter, ich habe dieses Klischee wirklich im Kopf, dass ich sage, ich hätte mir damals wahrscheinlich eine goldene Nase verdienen können, weil dieser Zuspruch der Jugend und der Jugend oder der junge Körper, in Anführungszeichen, junge erwachsene Körper, dann doch noch einen ganz anderen Reiz hat in unserer Gesellschaft. Aber ich durchaus auch inzwischen den Reiz der authentischen älteren Körper sehe. Und ja, wenn eine Escort jetzt irgendwie um die 40 ist, dann ist der Körper natürlich anders als mit Anfang 20. Und ich finde auch den Gedanken spannend, so hey, wir altern mit unserer Kundschaft. Also, dass es durchaus auch Escorts gibt, die ja Gäste schon seit Ewigkeiten kennen und dann auch bei denen den Alterungsprozess mitbekommen. Und auch selbst ich in diesen 4 Jahren, ich habe ein paar Gäste, die ich jetzt auch in die Rente quasi begleiten durfte und da auch einfach mitzubekommen, wie sich das Leben verändert, ist sehr, sehr schön. Und weil es thematisch gerade ganz gut dazu passt, die Frage kam schon, wie alt ist meine Kundschaft? Das kann ich pauschal nicht sagen. Ich würde sagen oder schätzen, dass der Hauptteil meiner Kundschaft zwischen 30 und 65 ist. Die Spanne ist allerdings extrem breit. Ich hatte schon Gäste Anfang 20, ich hatte auch schon Gäste über 75, vielleicht auch schon über 80, aber da ich die Menschen nicht nach ihrem Alter frage, kann ich das in den meisten Fällen auch nicht so hundertprozentig sagen. Zudem bin ich sehr schlecht im Schätzen. Die einzige Ausnahme, wo ich wirklich jemanden nach dem Alter frage, ist, wenn jemand sehr jung auf mich wirkt, weil ich persönlich mich nicht wohl fühle, wenn ich Leute unter 20 treffe. Also da kann ich nicht so genau sagen, warum, aber das ist für mich so ein Unbehagengefühl und das werde ich dann auch nicht ausleben. Heißt, wenn jemand mich unter 20 anfragt, sorry, bin ich nicht die richtige Person für dich, aber es gibt ja durchaus noch andere Kollegen und Kolleginnen, die sich über Besuche freuen. So viel zum Thema Alter. Wenn du weitere Mythen hast, die du gerne beleuchtet sehen oder hören würdest, schreib sie mir gerne in die Kommentare, lass ein Abo da, klick die Glocke. Ich hätte noch eine ganze Liste von anderen Wünschen, die ich habe, aber ich glaube, das mit dem Schloss und so funktioniert nicht. Ja, Spaß beiseite, ich hätte, glaube ich, keinen Bock auf Schloss, auch wenn es schön aussieht, aber viel zu viel Platz. Ein gewerbliches Objekt wäre allerdings cool in der Größenordnung, weil da würde ich nämlich echt was Geiles draus machen. So ein richtig hedonistisches Wellness-Paradies. Also wenn da jemand vielleicht im Raum Frankfurt ein Gewerbeobjekt hat, das sich für solche Zwecke eignen würde, gerne Kommentar oder Privatnachricht an mich. Spaß beiseite, ich wünsche eine wunderschöne